Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Die Tarifautonomie ist nach meinem Verständnis ein zutiefst liberales Ordnungsprinzip. Das, was der Staat nicht machen muss, nicht selbst regeln muss, was die Bürger selbst machen können, das sollen die Bürger tun und nicht der Staat. Diese Grunderkenntnis prägt die Tarifpolitik, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die ich vertrete, hat 1100 Mitgliedsverbände, regionale, branchenbezogene Verbände, die Tarifverträge schließen. Über 70.000 gibt es, die in Kraft sind. 20.000 jedes Jahr, die geschlossen werden. Diese Mitgliedsunternehmen, es sind rund 800.000, die unmittelbar tarifgebunden sind, wären von einem etwaigen gesetzlichen Mindestlohn überhaupt nicht betroffen. Sie haben Mindestlöhne, tarifvertragliche Mindestlöhne. Und ich glaube, dass auch die anderen Arbeitgeber, die nicht tarifgebunden sind, mit einem etwaigen gesetzlichen Mindestlohn, auch bei 8,50, irgendwie fertig werden. Klar, es würde ein Teil der Arbeit in Schwarzarbeit gehen, es würde ein Teil der Arbeitsplätze verdrängt werden in andere Länder. Ein Teil würde vielleicht tatsächlich auf dem Markt, weil es für alle gilt, abgewälzt werden können. Einige sagen, 8,50 kosten 1,2 Millionen Arbeitsplätze. Ich kann das nicht nachrechnen, aber ich glaube, es geht kein Arbeitgeber deshalb pleite. Die Benachteiligten, die Betroffenen eines gesetzlichen Mindestlohns sind nicht primär die Arbeitgeber, sondern die Schwächsten am Arbeitsmarkt. Wir müssen doch die soziale Frage beantworten, wie ermöglichen wir denen, die noch nie gearbeitet haben, den Einstieg in Arbeit? Wie ermöglichen wir denen, die trotz aller Anstrengungen zur Qualifizierung nicht ausbildungsfähig sind und zum ersten Mal überhaupt arbeiten wollen und können? Wie schaffen wir den Langzeitarbeitslosen, die sehr lange Zeit keinen Job hatten und keine Ausbildung haben, wie ermöglichen wir ihnen den Einstieg wieder in Arbeit? Was machen wir mit Menschen, die sehr lange krank waren, vielleicht suchtkrank waren und nun erstmals wieder in Arbeit wollen? Was machen wir mit Menschen, die nicht die volle Produktivität entfalten können, etwa aufgrund persönlicher Handicaps? Meine Damen und Herren, wenn Sie da sagen 8,50, dann werden ein Großteil dieser Zielgruppen keinen Einstieg in Arbeit finden, sondern arbeitslos bleiben. Das ist nicht eine theoretische Erkenntnis, sondern das können wir in allen Ländern, die einheitliche gesetzliche Mindestlöhne haben, beobachten. Es gibt eine Ausnahme. Die Niederlande, das einzige Mindestlohnland, das eine geringere Jugendarbeitslosigkeit hat als Deutschland. Sie haben differenzierte, nicht einheitliche Mindestlöhne und der beträgt für Jugendliche, wie ich finde, unanständige 3,64 Euro. Es ist doch keine Frage, es hat viele Gründe, welche Jugendarbeitslosigkeit man hat, Ausbildungssystem, wirtschaftliche Lage, aber es ist doch keine Frage, dass die problematischste Zielgruppe bei den jungen Leuten, die keine Ausbildung haben, die nicht ausbildungsfähig sind und zum ersten Mal Arbeit suchen, die vielleicht erstmal eingewöhnt werden müssen, morgens pünktlich zur Arbeit kommen, dass sie keinen Arbeitgeber finden, der dann 8,50 dafür auf den Tisch legt. Und die Antwort, die wir bei allen Gerechtigkeitsfragen, die wir diskutieren, doch geben müssen, muss doch gerade an die jeweils Schwächsten der Gesellschaft gerichtet werden. Deshalb meine These, die Arbeitgeber werden mit einem Mindestlohn gesetzlicher Art irgendwie immer fertig, aber nicht die Schwächsten am Arbeitsmarkt. Herr Lindner hat zu Recht darauf hingewiesen, wir haben aber ein Problem. Wir als Tarifvertragsparteien, eine abnehmende Tarifbindung, nicht im industriellen Bereich, im Industriebereich, aber im wachsenden Dienstleistungsbereich. Nicht alles ist dabei problematisch. Also dass zum Beispiel die wachsende Branche der IT-Dienstleister, ich bin da auch unternehmerisch tätig, nicht tarifgebunden ist, ist nicht so das dolle Problem, weil es sind hochgefragte Fachleute, die weit überdurchschnittliche Löhne bekommen. Und ich möchte doch auch einmal darauf hinweisen, dass Deutschland kein Niedriglohnland ist, sondern vernünftigerweise ein Hochlohnland, weil wir die höchste Produktivität haben, innovative Unternehmer und
die besten Arbeitnehmer in Europa. Deshalb haben wir einen Durchschnittsarbeitskosten in unserem Lande von 31 Euro und einen durchschnittlichen Bruttostundenlohn von 21 Euro. Stellen nicht die Arbeitgeber fest, sondern Statistische Bundesamt. Aber bei einer zurückgehenden Tarifbindung gibt es in einigen Branchen Probleme. Ich nenne als Beispiel die Callcenter. Das war nämlich die Branche, die in dem Mindestarbeitsbedingungengesetz diskutiert wurde. Dort gab es einen Antrag einer Gewerkschaft, die gesagt haben, da haben wir soziale Verwerfungen und da wollen wir nach dem bestehenden, von der Großen Koalition novellierten, von der FDP damals abgelehnten, von den Arbeitgebern damals abgelehnten, neuen Gesetzesfassung wollen wir ein solches Verfahren machen. Wir waren damals der Meinung, das ist zu kompliziert mit mehreren Ausschüssen, Verfahren. Aber gut, die Große Koalition hat dieses Gesetz neu überarbeitet und jeder Landesregierung und jeder Bundesregierung die Möglichkeit, wie auch jeder Gewerkschaft, die Möglichkeit von Anträgen gegeben. Einen hat es gegeben, Callcenter. Das ist eine relativ, na, nicht ganz neu, aber in diesem Umfang mit erheblichem Wachstum versehene Branche, in denen es niedrige Löhne gibt. Der Antragsteller, eine Gewerkschaft, hat dann dargelegt, der niedrigste Lohn, den sie festgestellt hätten, sei 1100 Euro netto gewesen. Ich kann das nicht überprüfen, aber es war natürlich so, dass damit keine soziale Verwerfung gegeben war. Wenn es einen gesetzlichen Mindestlohn geben wird, meine Damen und Herren, wird der zurzeit in der Branche diskutierte Tarifvertrag, den viele Unternehmen wollen, nicht kommen, weil die Unternehmen sagen werden, dann machen wir doch den gesetzlichen Mindestlohn. Ich finde die Debatte, die Sie angestoßen haben, Herr Lindner, bemerkenswert und bedenkenswert, ob man im Verfahren Schritte finden kann, die in solchen Fällen leichter Tarifverträge ermöglichen. Denn die Alternative ist, dass in solchen neuen Dienstleistungsbereichen die Unternehmen sagen, ach, wir machen es nicht, gibt ja demnächst von irgendeiner politischen Mehrheit mal einen Mindestlohn. Was wollen wir uns da mit Tarifverträgen quälen? Die sind nämlich auch aufwendig. Auf ein Risiko will ich abschließend hinweisen. Wenn man neue Verfahrensschritte begehen will, muss man bedenken, dass man nicht die Fälle der Post produziert. Sie erinnern sich an die damaligen Diskussionen für Zustellungslohn, Briefträger. Da hatte die Post ihren Mindestlohn als gesetzlichen versucht durchzusetzen. Die Große Koalition hat eine Rechtsverordnung erlassen. Wir haben dagegen geklagt. Schließlich ist er auf dem Klagewege zusammengebrochen. Das ist die Gefahr, dass eine Minderheit der ganzen Mehrheit einer Branche vorschreiben will, wie die Löhne sein sollen. Ich glaube, zutiefst illiberal. Und da muss man aufpassen, dass man durch neue Verfahrensvorschläge nicht diesen Fehler, diesen Konstruktionsfehler heraufbeschwört. Jede Kommissionslösung, meine Damen und Herren, für Lohnuntergrenzen oder Mindestlöhne hat überhaupt nichts mit Tarifautonomie zu tun, schon gar nichts mit Marktwirtschaft. Wenn Sie eine Kommission einsetzen, die einen Vorschlag machen soll, woraufhin der Staat per Rechtsverordnung einen Lohn festsetzt, ist das nichts anderes als eine politische Festsetzung eines Lohnes. Der richtige Ansatz ist meines Erachtens den, jeweils einen Tarifvertrag zugrunde zu legen, ob es hier vereinfachte Verfahren etwa der Erstreckung oder der Allgemeinverbindlichkeit geben kann, das sollte man diskutieren. Man darf aber keinen neuen Vorschlag produzieren, der im Ergebnis weniger Tarifautonomie in Deutschland zur Folge haben dürfte. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Göhner. Das Statement war klar. Absage an den einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, gewisse Offenheit für neue Modelle und die Warnung vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen, die die Folge sein können, wenn man nicht aufpasst bei dem Modell. Hören Sie nun unseren zweiten Experten des Abends. Begrüßen Sie mit uns Werner Haas, Gewerkschaftssekretär aus der Abteilung Tarifpolitik der IGBCE. Mit der IGBCE verbindet die FDP Nordrhein-Westfalen ja ein intensiver und ständiger Dialog. Wir haben auch viele Schnittmengen, was solche Themen wie Datteln 4 und die Energie- und Industriepolitik hier in Nordrhein-Westfalen angeht. Wir sind gespannt, ob es solche Schnittmengen auch im Bereich der Tarif- und Arbeitsmarktpolitik gibt. Herr Haas, schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben das Wort.